Nein. Alter, halt dein Maul! Sieht so aus, als will ich mit dir reden? Labert der mich einfach von der Seite an? Ist das mein Arsch? Ist das mein Arsch? Was? Das ist ja so Jungle. Wer nicht kacken will, muss pissen. Wahre Worte. Ich würde übrigens niemals, niemals Dark Harvest mitnehmen. Das ist Yasuo Jungle. Meine Freunde. Yasuo Jungle. Was ab? Oh, Bronze 2 Set. Das tut gut. Oh yeah. Bronze 2 Set. Da wird nichts Neues kommen, weil keine neuen. Da wird auch nichts Neues kommen. Top G. Sie merken Beschwerden und glauben, dass bald eine Grippe auf sie zukommt. Dann holen sie sich ACP akut. Aktiv für den Kopf. Aktiv für den Cock. Was geht's, Max? Was wird rasiert gegen den Strich? Was, meine Mutter, Alter? Ich arme der Koyone! Ja, das hat der Wilhelm Tell früher auch so gemacht. Okay, Leute, ich erkläre mal kurz den Plan. Ja, haltet mal alle die Fresse hier. Wir sind diesmal geduldig. Ja, wir überstrapazieren das nicht wieder. Wir warten, bis die Zone so klein ist wie Aserbaidschan und dann rasten wir aus und ficken die komplett weg. Ist das klar? Weißt du, wie Armbrustschützen, die nehmen das Leben, wie es kommt. Das heißt, der tritt lautlos aus dem Hinterhalt. Und dann blitzschnell kommt der Bolzen. Man hört ihn so noch. Jetzt geht die Scheide ab. Jetzt kann aber hier richtig reingeklickt werden. Gewinne. Spaß. Wilhelm! Nennt mich Wilhelm! YOLO! Ich wollte gerade einen Gegner markieren. Sollte echt weniger Kindle spielen. Beziehungsweise mehr. Was geht denn nicht wegen diesem Wichser? Can you please talk? Fresh? Ist dein Mikro gemutet? Bist du einfach dummes Scheißkind? Hallo? Hallo? Ja. Hallo? Tag. Hörst du mich immer noch? Ja. Gut. Was ist los? Keine Ahnung, was los war. Dazu kann ich nur sagen. Ich meine, ich musste einfach nur in den Eingabegeräten auf Default und dann wieder zurückswischen und dann hat sofort wieder funktioniert. Mein PC dachte ich so, warte, wir haben ein Mikro? Lol. The fuck? Die Sonne geht unter, Plöbräu kommt hoch. Das ist super. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht beim Jungle. Ich meine, ich bin absolut die Flawless, ich will niemals einen Fehler machen. Danke für den Mana Potch. Balanced Champion. Oder sogar Minion Dematerialisierer. Schwerer Name. Gemisch. Gib mir mehr Dark Lull. Denn ich lull gern rum. Den stirb nicht. Schade. Den stirb nicht. Klatsch.
Mehr Dark Lull. Denn ich lull gern rum. Und ich singe meine Lieder. Balance Champion. Oh, so viel Kohle. Jax denkt sich gerade auch so, was geiler Champ. Denkt sich jeder. Und ich denke mir so, ja, deiner ist nicht besser. Meiner sieht wenigstens cool aus, wenn er Leute tötet. Jax ist einfach nur Bullshit. Hi, Kumpel, was geht? Ich bin Level 4. Guck ihn dir an. Guck ihn dir einfach an. Er hat versucht, mich zu falten. He tried. I rate him E for effort. Jetzt habe ich mal eine blöde Frage. Alle deine Fragen sind blöd. Der hat gerade noch Flash, also. Was ist Flash? Okay, never mind. Er hat einfach verkackt. Nee, die blöde Frage ist: Macht das Sinn, Q hochzuskillen? Glaube. Du erhöhst da nicht den Passive Cooldown, sondern den Passive Damage direkt, sondern. Ach nee, man maxt eh. Man maxt eh. Richtig, jetzt habe ich das auf dem Kopf. Und Tiamat First Back sowie fast Shur. Ja, Rengar ist so ein Champ, der braucht einen Jungle einfach Tiamat, sonst kannst du nicht junglen. Rex mal einfach bei jedem scheiß Camp. Der Jungle Game von Rengar ist halt echt kacker. Es kommt davon, wenn der gesamte Damage von einem Spell von Items kommt. Funktioniert nicht, wenn du noch keine Items hast. Ich anmerke, meine gesamte Erfahrung mit diesem Champion kommt aus. Kommt aus Maram. Die, glaube ich, noch nie im Normal Game gespielt. Maram ist ja auch tausendmal stärker. Naja, ich finde sie eigentlich im Uni-One am nervigsten. Im Teamfight ist sie halt nur gut, wenn sie auch wirklich reinkommt. Vorher ist sie halt so. Ja, ich sag mal, okay. Ja, so ist Topside. Das ist mir so scheißegal. Ich prügel die Scheiße aus dem Typen raus. Also, es kommt zu dir. Komm zurück. Komm. Fight me, Bro. Ich hab ne fucking Potion. Did he just try to fucking Windwall? Ich sage, dieser Champ ist einfach komplett busted. G-Wired. Ich möchte anmerken, dass der gerade indirekt unter anderem gestorben ist, weil die Minions seinen Klon angegriffen, also seine Seele angegriffen haben. Unter anderem. Das ist halt Bullshit. Deswegen maxt man auch E, weil dann kannst du einfach den Spirit verprügeln und der Gegner kriegt einfach so viel Damage. Dass er sich wünschen würde, dass er nie gespielt hätte. Dass er einfach direkt in das scheiß Champ Select geliebt hätte. Ja, ist halt einfach. Das Schulen halt, E-Mist ist halt useless. Ne? E-Mist ist halt GG. Aber, ne. Normalerweise würde man auch den E nicht missen. Ich hab halt, kann halt die E nicht missen, wenn die Leute einfach in mich reinlaufen. Nee. Das ist nicht möglich. Ich meine, das Ding Battle. Es ist zum Glück ein Skillshot, der in dir spawnt. Und nicht so wie manche Skillshots erst vor dir. Verstehe ich auch nicht, warum die so recoded sind. Hey Jax, was geht? Geiles erstes Item hast du da. Big Scepter.
Wünsche, ich könnte auf irgendeiner anderen Lane auch etwas machen. Oh Leute, was war das für ein Range? Ein Sprung. Ich hasse diesen Champion, Alter. Das ist ja nicht mal close, ne? Das ist ja not even close. Ich hoffe, ich habe wenigstens noch den Stack bekommen. Und tschüss. Oh, Alter, das ist eine halbe Sekunde, ne? Ich dann merke, ich habe den gerade mit 500 HP Basic Human gebracht. Ich finde halt schön, das ist mir scheißegal, wenn er jetzt so Toplane campt. Ich möchte anmerken, wenn ich halt an ein Item fertig rankomme, ein 2v1 nicht die, dann ist eh vorbei, dann haben die verloren. Alter, Ninja Tab ist in diesem Game fast broken. Ja, ich weiß, deswegen habe ich mit dir gekauft. Sieh ich es jetzt? Bonk. Und warum stehe ich 3-0-1? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe bis jetzt jeden Champion getötet außer Zed. Es stimmt sogar, cool. Beziehungsweise war dabei. Jax, es bringt dir nichts zu BM, wenn du die Lane verlierst. Es ist halt leider so. Ja, mal da stirbt wieder. Anmerken, ich kann den Typen ehen, ja, bevor meine E auf ihm abgelaufen ist. Und wieder. Oh, ich glaube, ich spiele ein bisschen mehr, Lauki, das ist ja zu witzig. Ich meine, legit, meine E hat 10 Sekunden Cooldown. Ist der gerade zurück? Did you just go back to lane? Dude. Du willst nochmal gegrabt werden, oder? Ich hab Ult. Ult, falls er low ist und unter den Tower rennt. Solange ich nicht verkacke, können wir ihn töten. Schade. Okay, der ist tot. Jawohl. Okay. Dazu kann ich nicht sagen, it wasn't me. Aber meine Brust tut weh. Ich bin nicht sterbe. Ach, Enno. Was soll denn der Scheiß? Und unser Botlane stirbt. Oh, easy Double Kill. Easy Double Kill. Ey, seid ihr Deutsche? Nein. Pass auf, wie ich jetzt den Train Solo mache. Hey Jax, was geht? In Kastanine Baum, Vorne durch die Klub. Ich bin nach dem Train immer voll live. Voll scheiße. Mein Rock ist gestraft. Ich klopf den Zick in den Knast. Eo, was geht? Ist er? Ist er eigentlich auf K oder was macht er?
Er jungelt. Also nach den Master Yi. Ja. Schön. Jetzt das arschigste Item, was ich glaub bauen kann. Ach, bitte, Malzaha. Ich habe doch gesagt, dass ich komme. Warum ultest du denn nicht? Bist du behindert? Ich meine, klar, du verbannst unsere Champion, natürlich bist du behindert. Aber. Wer war das nochmal? Ach ja, der da. Da ist übrigens ein Wort hier. Beste Emotes bin. Ich hab 90% Bahn Rage. Ach, 20% Division! Zugriff! Oh, Jax! Ich find's schön, wie eine Syrah Vayne Botlane gerade einfach den Jinx verliert. Cool, ich habe 3 Punkte in Q und meine Q one-shottet die Caster Minions. Balanced Champion. Übrigens SS. Ich glaube, der Typ hat keinen Bock mehr auf mich. Aber ich komme schon darauf. Muss eine Vermutung. Los, Jax. Jax, what the fuck are you? Ah, Jax. Hey, Jax, was geht? Oh, Alter, das war die Clean Combo. Q, Team Q. Viel Spaß. Ich glaube, Seth kommt zu dir. Ich hab ein Elixir auf Skill. Oh, Pocken. Champ. Alexei auf PogChamp, genau. So sollte man es eigentlich nennen. Honk. Oh, Fitz Batman. Na, willst du ihn fahren? Na, willst du ihn? Honk. Hallo. Hallo, will niemand mit mir spielen? Ja, du Pauken bist. Ach ja. Zed, wieso willst du nicht mit mir spielen? Weil du Pauken bist. Das macht mich traurig. Und weil Zed einen kleinen Pimmel hat. Oh, Zed will doch mit mir spielen. Viel Spaß, Zed. Zero hat gerade mal nur Ult abgewehrt. Also komplett negiert. Cool. Oh, ich hab sie noch erwischt. Oh, verprügel die Scheiße. Hey, ich hab ein Ward. Cool. Nice. Erstmal platzieren. Und dann weggehen. Wobei, ich kann auch noch bleiben gehen. Oh mein Gott! Gesniped. You're dead. Aber dafür hab ich mit dem Ola getötet. Durch den Snipe. Ich nehme den Damage auf dir noch mit. Ach, hättest du jetzt deine Rocket Jinx? Hm, ja, unlucky. Hättest du wohl nicht für den Zed Queen sollen, so wie ich. Warum stehe ich 5-1? Keine Ahnung. Und warum habe ich 100 Farm? Und warum bin ich ein Level unter Yasuo? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das Spiel macht keinen Sinn.
Mein einzigste, was Sinn macht, ist, dass der Malzahar feedet. Weil unsere Teammates feeden immer. Ich finde halt schön, inzwischen verliert der Jax Damage Trade zwar nicht mehr in E-Misse. Und zwar der heftigst. Au, 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 Pflanze, 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 Pflanze. Oh. 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 Krabbe, heil mich! Du Bitch! Und nur weil die die ganze Zeit auf mich gequietet sind. What? Ich habe gerade den ja so mit Half-Life einfach getötet. Wieso, das doch mit einem Autotech. Trotzdem mit einem Autotech. Das ist doch ja, behindert. Q, das Blade. Ich hätte noch nicht mal Q benutzt. Das ist ja schlimmer. LeFay ist einfach nur behindert. Ich hasse LeFay. Ich finde schön, mein Pinkwatch steht halt einfach immer noch hier oben. Ich finde schön, als er klaut die ganze meine Camps. Und hat sogar Alter, diesmal verkackt, aber auch nicht. Glück hatte. Ich dachte schon. Ich meine, er dachte sich, weißt du, was ich gerade dachte? Der dachte sich gerade, ich hab Borg fertig, ich kann nicht fighten. Und ich hab mir gedacht, ich hab eine Items mehr als du. Du kannst gar nichts fighten. Weißt du was? Weil er ist das Bäuchen von Mail. Oh. Du liebst ihn wirklich. Jax, du kannst da. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich nicht. Oh, 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 das habe ich nicht gesehen. You forgot to W. Ich habe schon, ich habe W benutzt. Ja, aber du hattest noch ein 5 Stacks. Ja, selbst dann hätte ich nicht überlegt. Nein, das nicht. Und ich habe jede Taste außer W gedrückt übrigens. Tja. Nur, dass deine 5 Stack, deine Stacked W halt auch ein Cleans ist. Ja, anders. Unlucky Teammates. Na, was geht? Ist auch unlucky gewesen, dass ich den ja so nicht getötet hab. Tja. Bonk. Kam eigentlich der Gathering Storm Nerf durch? Gathering Storm. Ach, weil das es weniger AD gibt? Und AP. Was, nicht nur AD? Ach, keine Ahnung. Nee, AD und AP. Und sein. Das ist nicht klar. Nein! Warum hat er... Warum ignorieren die Jinx und greifen mich an? Weil du Ranger bist. Du hast Global Taunt, nicht vergessen. Ja, weil das ist dumm. Gewinn stirbt noch. Gewinn stirbt noch. Ich sag dir, Gewinn stirbt noch. Ach, woran denn? Ich hab keine. An diesen Tentakel da hinten. An diesen Tentakel. Das wär's jetzt gewesen. Ja. Ich
glaube, ich sollte ein bisschen tanky gehen. Ich glaube, Illaoi ist der einzige Champion, der die höhere Chance hat, ein 2v1 zu gewinnen, als ein 1v1. Aber das liegt dann nur wegen ihren Flaschen hier. Ja, daran. Und weil sie. Lol. Die Frau hat gerade einfach ihre Q verkackt. Und das und weil sie ihre Q verkackt hat, hat sie meine Scheiße gedodged. Funktioniert doch. Jetzt. Ich hab legit nur True Damage bekommen. Der Freaker ist einfach. Also, der hat so einen Spacey getackt. Q. 700 Damage, aber der hat mich vielleicht 5-mal gequeued. Dann hätte er True Damage. Silver Bullets und True Damage. Challenging Schmeid. Bin ich behindert? Ich sollte vielleicht mal Botlane helfen. Oder Midlane pushen. Midlane. Ich push Midlane. Deswegen ist noch ein Dark Lulz Stack. Dark Lulz Stacks. Nein, gib mir den Dark Lulz Stacks. Danke, Zed. Fast von mehr. Danach ist der Rax dran. Na stimmt, ich sollte auch noch Fallmail bauen. Nachdem ich Ravenous High Tower gebaut habe, natürlich. Diagnose Hurensohn. Was? Diagnose Hurensohn? Yes. Warum kann die Vayne so fucking hart kiten? Oh. You beat the shit out of you. Oh, sie hat sogar Ignite. Was für eine Bitch. Masara, geh bitte einfach dahin und def die Scheiße, während ich Toplane gehe und die Scheiße treffe. Ich meine, es war auch ein bisschen unlucky, dass Zed genau dort einen Schatten hatten und genau dort zur selben Zeit hingesprungen ist. Bisschen unlucky. Und du machst wunderschön den. Den Jax platt. Ja, ich bring den Jax zum Weinen, fürchte ich. Danke. Sei jetzt irgendwie dreist. Der ist ja immer noch da. Jax. Wow, Jax hat gewardet. Wenn auch an einer ziemlich guten Stelle. Naja. Komm her, du bist nächster. Wieso lebst du noch? Ich hab alle Tasten gedrückt. Deshalb lebe ich. Danke für den Dark Null Stick. Gerne. Ja, die Gegner haben gerade verloren, fürchte ich. Durch mich? Nein, weil einfach die scheiß Jinx nicht tot kriegen. Ich hab 50 Stark Blue Stacks. Oh, 150. Nur 50. Also, ganz ehrlich, 50 wäre jetzt echt einfach zum Weinen. Ja! Ah, zum Glück habe ich Sprachfehler. Hat das nicht getötet? Nope. Dark Lul. Ach, danke. Einer. Slap.
triggert. Bonk. Roman ist Hydra, fertig. Als nächstes von der schönen Dornpanzer. Aber nur damit ich nicht reinspringe und instant sterbe. Sondern noch ein bisschen Damage machen kann und dann sterbe. So ein Auto-Tech oder so. Und, nee, wenn sie mich angreifen, dann sterben sie auch. Da ging ja auch schon. Hey Kumpel, was geht? Willst du auch? Okay. Komm, get your ass over here. Event die Jinx scripted. Fucking potential damage. Die Jinx ult, ich hat's mir gerade verkackt. Ich hab kein Heal mehr bekommen von dem einen Slap, weil die Jinx geultet hat. Feels bad, man. Und scheiß, dass das Blade jetzt dafür sorgt, dass du die Sachen one-hitten kannst. Das ist so ein krasser Buff da gewesen. Den Anti-Ward-Effekt. Ich meine, sie hätte sie auch einfach umbringen können, aber okay. Ich finde schön, wie die Jinx einfach ein Crit-Item geskippt hat. Und kein QSS gebaut hat. Ich laufe am Botlane, weil dann wird gleich ein Dragon spawnt. Ich würde ja sagen, ich bin nicht tanky, aber 52 MR ist mir ziemlich scheißegal, wenn niemand Magic Damage macht im Gegner-Team. Und Leandris ist fucking Percentual Damage, dann mache ich ihn nicht. Ich möchte ja nicht sagen, dass Ding sich gerade alles verkackt hat. Aber der Fresh hat gerade wirklich alles verkackt. Und ich muss gerade alles richten. Aber ich hab's nicht geschafft, weil ich nicht von ihm free kann. Was ich jetzt gegen gefiederte Spieler. Ich stelle mich jetzt genau hier hin. Und wenn jemand Dragon machen will, dann ist er tot. Oh! Ich hab jemanden gefunden! Oh! Oh, what? Von was? Ich weiß es nicht. Red Buff! Komm zurück. Also ich nehme an, das wird bevor. Ich auch. Hallo? Hier ist niemand. My God is not love. It is a kick in the pants. Wait, what? Zitat Inaui. Komm zurück, du Pussy. Du bist tot. Oh, hi. Oh. Du hast sie gekillt, ich hab sie gewillt. Weg. Einfach weg. Ist halt nicht so ein Schreinfenster aus Ohren. GG. Oh. GG, ich report uns zu Teamx trotzdem. Ja. Mein Kameraden, die haben mich zum Tryhard gezwungen. Finde ich nicht geil. Sometimes you win, sometimes you have to.
meine, ich will nicht behaupten, dass der Typ gut gespielt hat, aber der hat, wurde halt zerstört. Ja, er hat es versucht, aber er wurde halt zerstört. Das war jetzt amüsant. Das war sehr amüsant. Ich meine, da steht halt 0C4. Oh, der Typ, ey. Reported for Inching. Null. Was schreibe ich? Benz our Award Champion. Nice Mad Damage als 2 und Checks. Und Malzahar. Und du hattest noch natürlich den meisten Damage. War ja auch nicht. War ja auch nur klar.